So, hallo und herzlich willkommen zurück zu SimCity. Und beim letzten Mal haben wir hier mal alles ein bisschen weitergebaut, hier die Stadt mit einer Schule verlegt und eben somit alle mit Bildung versorgt. Und ich würde sagen, reden wir gar nicht groß rum, sondern machen hier direkt weiter und haben direkt mal ein Ziel geschafft. Das müsste Max's Mind sein, oder? Aber es war auch klar. So, unser nächster Schritt wird sein, eine Polizeistation. Wozu wir aber natürlich noch ein bisschen Geld brauchen. Deswegen würde ich sagen, spulen wir mal ein bisschen in der Zeit. Und schauen wir uns so lange mal ein bisschen an. Das Shuttlebus-Depot kommt danach, weil die Polizei erstmal wichtiger ist. Damit eben uns von den Verbrechern zu schützen. Oh, und die schimpfen mal wieder. Weil jetzt hier natürlich irgendwie noch was auszusetzen zu haben. Dementsprechend ist alles ein bisschen dauert. Aber jetzt theoretisch mal, warte mal. Das müsste eigentlich gehen. Ah, ich weiß, das könnte gut sein. Obwohl, ich würde sagen, in dieser Zeit bauen wir hier schon mal. Bauen wir hier mal noch mal in der Zeit, während wir sie haben, weil die vielleicht direkt daneben hier mal ein bisschen Industrie hin. Das wird zwar den Leuten, die hier sind, unbedingt nicht so gefallen, aber es ist mir scheißegal. Da würde ich sagen, hier auch noch mal. Ist hier auch schon mal ein bisschen industriisch. Naja. Ah, und da sieht man es auch hier, das Gebäude aus dem letzten Part. Hat sich in die nächste Einkommensschicht hochgearbeitet. Und hat jetzt auch eine größere Dichte. Überfall im vollen Gang, ja. Genau deswegen brauchen wir eine Polizei, weil eben hier dementsprechend das Verbrechen gerade freie Hand hat. Ah, und hier sieht man gerade den Bus, den Schulbus entlangfahren. Das hat nicht mal ein Problem. Klassenzimmer voll, ja, da kümmern wir uns gleich mal drum. Das heißt, sie haben nicht genug Leute. Man hat nicht genug Klassenzimmer, wo sie eben die Leute hinpacken können. Das heißt, wir stellen hier nochmal ein Klassenzimmer hin. Hat 20 ist auch ein bisschen Geld gekostet, aber naja, wenigstens haben sie jetzt ein bisschen mehr Platz, die sie haben können. Und dann schauen wir mal in der nächsten Zeit mal, wie es sich entwickelt. Kostet. Ja. Und ich würde sagen, setzen wir jetzt auch nochmal einen neuen Schulbus hin, damit die Leute, damit die Kinder ein bisschen schneller transportiert werden können. Und das also mit dementsprechend einen gewissen geregelten Gang hat. Industrie wäre auch schon am Gange. Lass mich raten. Ja, Stromprobleme. Jetzt haben wir nämlich so viele Einwohner, dass wir eben das eine oder andere Kilowatt zu wenig haben. Ich sage, setzen wir jetzt nochmal eine hin. Und schauen mal, bis die sind. Die geht ja. Jetzt sind wir im gelben Bereich, das heißt, wir müssen gleich nochmal eine hinsetzen, aber naja. So. So, wieder da. Lass mich raten. Ja, Dr. Wu, bla bla bla. Nein, danke. Ich will kein Dr. Wu. Zumindest nicht in dieser Stadt hier. Wie ich bereits erwähnt habe, es kommt mit einem leicht in eine andere Stadt einmal rein. Also schauen wir dementsprechend mal, was uns erwartet. So, und weil wir eben gerade ein bisschen Geldmangel haben, lassen wir dementsprechend auch gerade mal hier ein bisschen mal laufen. Und da gibt es eine neue Quest. Sie sollten zeigen, wie stolz sie auf unsere Stadt sind. Wir brauchen mehr Parks. Gut, stellen Sie einen Park auf, ja.
machen. Nehmen wir hier mal Grillpavillon und setzen das mal, sagen wir mal, hier hin. So, jetzt haben wir einen neuen Park, Quest erfüllt. Hier ist die Belohnung. Nein, gibt es nicht. Ja, nicht weiter schlimm. Und jetzt haben wir nämlich genug Geld, um hier eben nochmal einen hinzusetzen. Und somit die ganze Strombedürfnisse erstmal zu klären. Also hier, ja. Das Beste wäre jetzt hier, wenn ihr hier unten auf das drauf drückt. Seht ihr auch unbedingt, könnt ihr auch hier in so ein Menü reingehen, wo ihr eben auch seht, ja, was sind eure Einnahmen. Hier zum Beispiel, wie viel Geld kriegt ihr durch Wohngebiete, also durch Wohngebäude, wie viel durch Gewerbe und wie viel durch Industrie. Und hier eben eure Ausgaben, also was, wie viel Geld ihr dafür ausgibt, zum Beispiel wie viel für Strom, für Wasser, bla bla bla. Und ich würde sagen, wir nehmen hier erstmal einen Kredit auf, um so das zu machen und setzen mal die, hier kann man auch, und setzen mal hier die Steuern, weil man hier auch die Steuern bekommen, machen kann, mal auf 1 hoch. Also auf 10% Steuern. Was ist das für ein Problem? Ja, die brauchen mehr, zu wenig Abnehmer, das heißt, sie bräuchten eigentlich mehr Gewerbe, aber wir brauchen halt nicht so viel Gewerbe, weil wir eben eigentlich genug erstmal haben für alle. Mörder auf einem Fuß, ja, ich sag ja, ich so höchste Zeit, meine Polizei einzustellen. Oh, wir haben genug Geld. Ja, stimmt ja, jetzt durch den Kredit haben wir genug Geld. Ich würde sagen, stellen wir die jetzt am besten mal hin. Wo es denn nicht stört, sagen wir mal hier hin. Und damit haben wir jetzt auch eine Polizei, die sich eben um die Verbrechen kümmern kann. Und sich eben hier dann mal darum kümmert, dass eben die ganzen Verbrecher dingfest gemacht werden. Die Polizeiwache schickt Beamte auf Streife und reagiert auf Notrufe. Alle Verbrecher fangen einmal als kleine Gangster an. Wenn sie diese nicht festnehmen, begehen sie bald größere und dreistere Verbrechen. Sims der unteren Einkommensschicht sind dementsprechend abgehärtet. Doch Sims mit mittleren und oberen Einkommensschicht wollen nicht den Viertel nehmen, der Verbrecher ihr Unwesen treiben. Ja, eben, und somit haben wir jetzt auch eine Polizei, die eben mal die kleinen Gangster der Stadt mal eben festnehmen. Und damit wäre auch dieses Problem gelöst. Und ich würde sagen, als nächsten Schritt versuchen wir dann hier mal ein Shuttlebus-Depot zu bauen und eben dann mal hier dementsprechend dann mal hier das ganze, die ganze Stadt mit dem Busnetz zu versorgen. Das ist einfach ein Problem. Wir wollen die ganze Nacht lang einen riesigen Blockparty. Wir wollen die ganze Nacht lang eine riesige Blockparty feiern, Mann. Wir werden vielleicht während der Party noch ein bisschen mehr Müll raus, aber das macht dir noch nichts aus, oder? Dürfen wir unsere Party schmeißen hier oder nicht? Dieser Auftrag wird auf jeden Fall Müll erzeugen. Ach komm, probieren kann man es ja mal. Mehr als versagen können wir eh nicht. Deswegen gehen wir hier mal hin. Und kaufen jetzt hier nochmal ein Müllfahrzeug, damit auch ja viel Müll abtransportiert werden kann. Was vielleicht auch nicht schlecht wäre demnächst, weil hier hinten haben wir eine Abladefläche, wo eben der ganze Müll draufgepackt wird auf einen riesigen Berg. Was vielleicht auch mal auch ansteuern sollte, wäre hier 25.000 Simleons eine Müllverbrennung, wo eben alles hinkommt und alles verbrannt wird, was nicht so, was gerade so rum, was gerade hier abgelegt wird. Somit kann es hier nicht vorlaufen, weil das Problem ist hier eben nämlich, so eine Ablagefläche wird mit der Zeit irgendwann voll. Und wenn das der Fall ist, können sie keinen Müll mehr ablagern und der Müll sammelt sich woanders, wenn man keine neue baut. Müllverbrennung hingegen, die geht quasi ewig. Oh, und es ist soweit. Ein Rathaus-Upgrade ist verfügbar. Und ich würde sagen, boom! Das Gemeindehaus wurde zu einem Rathaus. Das heißt, wir hatten genug Einwohner, damit wir jetzt hier ein Rathaus erstellen können. Was haben die Leute für Probleme, dass sie hier demonstrieren? Und schon wieder vorbei, okay. Ja, zu wenig Abnehmerverlieferungen, ich weiß.
Dann würde ich sagen, um mal hier ein bisschen mehr Platz zu schaffen, ziehen wir mal hier eine Querstraße. So. Und würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal hier eine Straße zwischen rein. So, dass wir hier mal noch ein bisschen mehr Einwohner hinklatschen können. Beziehungsweise hier Einwohner. Und hier, wie gesagt, heißt, machen das und machen hier nochmal ein Gewerbegebiet rein. Dann könnt ihr auch nicht rummaulen, dass sie keine Abnehmer haben, weil sie dann Abnehmer haben. Dann müsst ihr halt weichen. Ciao, Leute! Oh, verlassene Gebäude. Da ist eins. So, und wo ist das andere? Da. Gut. Schon dieses Problem auch gekümmert und damit geht's weiter. Sperrt die Verbrechen ein. Ja. Dafür ist ja die Polizeistation da, Leute. Krankheiten, ja. So. Polizeistation. Und ein kleines Upgrade, damit hier nochmal zusätzliche Fahrzeuge entstellt. Schauen wir mal kurz, wo ist das Krankenhaus hier? Haben die genug Platz? 16 von 25, ja. Also aktuell 16 Patienten in Behandlung, können 25 rein. Das heißt, da haben wir keine Probleme. Hier der aktuelle Status. Keine Verhaftungen am Tag, ist okay. So, dann würde ich sagen, bauen wir oben mal schon mal. Ah, stimmt ja. Das sind. Mal kurz was trinken. Stimmt ja, da oben kam erst Erzbergwerk hin. Und ach du Schande, was ist denn da los? Lauter neue Fahrzeuge. Hier übrigens, falls ihr Straßen upgraden wollt, hier unten im Straßenmenü auf dieses Symbol, da könnt ihr upgraden. Oder dann nehmen wir zum Beispiel die Straße mehr als Beispiel. Machen wir zum Beispiel mal meine aus mit hoher Dichte. Also so könnt ihr die Straßen nach und nach alle upgraden und dadurch werden sie eben besser vom, von der Aufnahmekapazität her. Aber bis jetzt haben wir nicht so die großen Probleme. Das war jetzt mal als Beispiel genommen. Wir können zur Touristenstadt werden, Bürgermeister. Was meinen Sie? Wir brauchen ein paar. Bauen wir ein paar. Wir brauchen ein paar Touristenattraktionen. Na, anschauen kann man es ja mal. Locken Sie Touristen in die Stadt. Ach komm, lassen wir es mal auf. Ich sage ja, das wird zwar eher eine Bergarbeiterstadt und die Touristenstadt kommt. Ist keine Touristenstadt, aber naja. So, jetzt sind wir auch mit dem Strom wieder im grünen Bereich. Wobei natürlich hier der Windpark natürlich keine Dauerlösung ist. Irgendwann kommt dann auch dementsprechend zum Beispiel irgendwann ein Kohle- oder ein Kohlekraftwerk oder ein Ölkraftwerk. Was wir auch mal machen können. Hier so, es gab mal einen DLC zu Nissan. Nissan Leaf Station. Elektrisch, bisschen Werbung, klar. Aber warum auch nicht? Können wir mal eine aufstellen. Das ist zwar übelste Werbung, aber hier eben auch, dann kann man eben auch sehen, wie dann die Leute eben ihre elektrischen Fahrzeuge tanken und sowas. Und wie ihr gesehen habt, hebt es auch eben dementsprechend die Stimmung um sich herum. Und die Stadt wächst und gedeiht, das freut mich. Dann schauen wir theoretisch mal in die öffentlichen Verkehrsmittel. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal einen Shuttlebus. Da können wir das Depot eigentlich auch mal wohin, irgendwo hinstellen, wo Platz ist. Stellen wir es hier hin. Ach komm, stellen wir es oben in die Ecke. Brennt er außer Kontrolle, ist hier raus. Ja, und hier eben genau der gleiche Fall wie eben
auch bei der Schule. Man braucht eben auch Haltestellen oder hier eben auch so Park and Rides, wo sie ihre Fahrzeuge abstellen können. Deswegen gucken wir mal, wo es alles braucht. Hier muss einer hin. Da, da. Und eben auch wieder hier grüner Bereich zeigt ihm an, wo sie eben alles die, die Busstation haben und dementsprechend eben auch ihre Leute abladen können. So, würde ich sagen, wir machen hier mal eine Busstation hin, sodass eben die Leute bequemer quer durch die Stadt reisen können und dementsprechend auch die Straßen nicht so voll sind. Naja, auch eben weniger Fahrzeuge dann rumfahren. Apropos Fahrzeuge. In der ursprünglichen Version, also noch nicht abgedateten Version, war es ja immer so, dass eben, sagen wir mal so, die, die Straßenphysik hier also so beantwortet, wie sie Wegfindung waren, ziemliche Katastrophe. Dann schauen wir mal, wie es sich jetzt hier nach ein bisschen, nach ein paar Updates eben jetzt aussieht. Ob es das eben jetzt gut verbessert hat oder nicht. Das Schiff geht lang, okay. Haben wir alles abgedeckt, gucken wir mal. Ja, sieht gut aus, passt. Und ich würde sagen, hier oben mitten so ins, mitten hier oben mal rein, wo es eben nicht ganz stört. Cool. Ach komm, hier dann nochmal Park and Ride. Oh, ein neues Achievement. Große Gemeinde, empfangen Sie über 1000, empfangen Sie 1000 Gläubige. Ja. Jawohl, sieht's hier aus. Bürgermeister, das Klassenzimmer in Blockstreak ist randvoll. Wir brauchen mehr Klassenzimmer und Lehrer. Ja, fügen Sie ein Klassenzimmer hinzu. Ja, das habe ich schon bemerkt. Würde ich sagen, hier. Das hier übrigens für unten, also von Boden, und der hier für die obere Etage, also zum Draufpacken. Würde ich sagen, packen wir nochmal eine drauf. Aber hier zwei kann man nicht draufpacken, es reicht, also es geht nur einer. Dann schauen wir mal, haben wir jetzt genug? Ne, also da müssen wir noch ein bisschen draufpacken. Das heißt, wir setzen hier nochmal ein Schulgebäude hin und noch ein Schulgebäude hin. Und soweit ich weiß, ich gehen dann glaube auch nicht mehr. Ja, das war's. Mehr, mehr als insgesamt vier Klassenzimmer gehen nicht. Und eben auch mal hier, packen wir nochmal hier. 3, 4. Können wir den fünften abstellen. Das scheint wohl gerade irgendwie nicht zu gehen. Keine Ahnung warum, aber egal. Dann nochmal hier schönes Schild hinsetzen. Fahne. Und damit ist die Schule eigentlich komplett ausgebaut. Die Horden an Kindern, die in die Schule gehen. Und direkt wieder gehen, jawoll. So vergeht ein Tag in Sin City. Das Park and Ride wird jetzt auch schon gut besucht. Bei der Hasenbusvereinigung. So. Dann haben wir soweit erstmal alles. Strom brauchen wir nicht. Parks. Und hier eben auch, es gibt unterschiedliche Parkstufen. Jede Einkommensschicht hat eben ihre bestimmte Art von Parks, die eben auch sie dementsprechend auf die Laune auswirken und oder beziehungsweise helfen, dass die eben schneller aufsteigen. Hier zum Beispiel hier die Basis eben für die untere Einkommensschicht, Sport und Natur für die mittlere Einkommensschicht. Und Plaza und klassisch für eben die höhere Einkommensschicht. Das sind die Denkmal. Oh, was ist denn jetzt los? Da packt wohl gerade meine Tastatur ein bisschen rum. Naja, das ist aber auch ein gutes Stichwort, um den Part zu beenden. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!